Hochbetrieb im Felbermayer Schwerlasthafen. Rund 600 Tonnen Stahl waren mit dem Schiff angereist. Bestimmt für den nunmehr dritten Brückenkran zur Beschickung des Hochofens. Bis zu 50 Meter lang und 50 Tonnen schwer waren die Einzelteile der Stahlkonstruktion. Für das zügige Entladen kam ein Portalkran sowie ein Raupenkran zum Einsatz. Der Transport zum nahegelegenen Kohlelager wurde mittels Semitieflader und Telesattel realisiert. Für die langen Teile mit 50 und 35 Meter kam der Selbstfahrer zum Einsatz. Ohne diesen Star in Sachen Wendigkeit und Traktion wären diese Transporte im Werksgelände kaum zu bewältigen gewesen. Ziel war der Montageplatz unmittelbar neben dem Kohlelager. Hier wurden alle Teile zwischengelagert bzw. in mehrwöchiger Arbeit vormontiert. Das Besondere: Erstmals wurde ein solcher Kran am Boden zusammengebaut. Das Konzept dazu wurde von der Firma Steeltech entwickelt. Für das Montagepersonal wird dadurch das Gefahrenpotenzial wesentlich reduziert. Doch für die Hebetechnik bedeutet das eine große Herausforderung. Zu bewältigen ist das nur durch den Einsatz zweier Großkrane. Zum Einsatz kamen ein LR1750 sowie ein LG1750 vom Hersteller Liebherr. Voll aufgerüstet brachten die beiden Kraftpakete das Gewicht von etwa 1800 Tonnen auf die Waage. Das entspricht rund 2000 Pkw. Für die Kranung wurde die zunächst 500 Tonnen schwere Last an beiden Kränen angeschlagen und 20 Meter angehoben. Jetzt musste die 132 Meter lange Stahlkonstruktion um 90 Grad horizontal gedreht werden. Um das zu ermöglichen, musste der Raupenkran mit schwebender Last etwa 75 Meter verfahren werden. Das erfordert hundertprozentige Übereinstimmung von Theorie und Praxis. Denn beginnt die Last zu pendeln, kann das fatale Folgen haben. Um das realisieren zu können, wurde mittels Kiesbett eine ebene Fläche hergestellt. Für die optimale Lastverteilung kamen Stahlplatten zum Einsatz. Stunden später ist klar, die Berechnungen waren korrekt und die Fertigkeit seitens der Kranführer bravourös. Anschließend folgte die Montage des Fahrwerks. Dazu wurde die Kranbrücke in etwa 20 Meter Höhe konstant gehalten. Ein weiterer Liebherr-Raupenkran hob das 90 Tonnen schwere Laufwerk an und brachte es zentimetergenau in Position. Jetzt konnte es korrekt eingebolzt werden. Das große Finale folgte. Planmäßig wurde der nunmehr fast 600 Tonnen schwere Brückenkran durch die Krangiganten behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl millimetergenau auf der Fahrbahn abgesetzt. Somit wurde bewiesen: Das Einheben eines derart komplexen vormontierten Brückenkrans ist möglich. Somit können künftig gefahrenvolle Montagestunden in großer Höhe vermieden werden. Eine beispielhafte Kranung für künftige Einsätze war erfolgreich gelungen.